Einen wunderschönen guten Tag, ihr Wissenschaftsinteressierten. Mein Name ist Professor Neuron und ich beschäftige mich nun schon seit langer Zeit mit dem Gehirn und neuronalen Abläufen. Wie ich bekommen habe, hast du dich schon im Groben über das Gehirn und das Nervensystem informiert. Nun, ich will heute zusammen mit dir all diese Abläufe im Detail kennenlernen und verstehen. Der Okzipitallappen ist für die Verarbeitung visueller Eindrücke zuständig, also das Sehen. Hier werden visuelle Informationen interpretiert und mit bereits gelernten Inhalten verknüpft. Ein Neuron endet mit den präsynaptischen Endigungen, welche mit den Dendriten, also den postsynaptischen Endigungen, des darauf folgenden Neurons eine Synapse bilden. Hier werden zur Reizweiterleitung Transmittermoleküle in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Hoppala! Oje! Um Himmels Willen! Hagott Margott, da habe ich aber etwas durcheinander gebracht. Kannst du die Begriffe für mich richtig zuordnen? Dann wärst du ein echter Ehrenmann. Was versteht man unter dem Begriff Diencephalon? Wie bezeichnet man eine Gehirnhälfte? Welche Aussagen über den Axonhügel stimmen? Wähle die richtigen Antworten. Aus welchen Komponenten setzt sich eine Synapse zusammen? Wie du gerade gelernt hast, wird am Axonhügel das Aktionspotenzial generiert. Hierfür muss allerdings ein Schwellenwert von ca. minus 50 mV erreicht werden. Das Membranpotenzial muss also um ca. 20 mV weniger negativ werden. Bei Überschreitung des Schwellenwerts läuft das Aktionspotenzial nach der Alles-oder-Nichts-Regel immer gleich ab. Kannst du mir nun sagen, welcher Schritt der nächste ist? Wird dieser Schwellenwert überschritten, so öffnen sich nach und nach die Natrium-Ionen-Kanäle. Dies führt zu einem Natrium-Ionen-Einstrom in das Zellinnere. Schieß, du Ehrenmann! Super gemacht! Hier deine Auszeichnung!